So, zum Ende des Jahres gucken wir uns einmal die Top 100 Karten des Jahres 2022 an. Was ich damit meine ist, ich habe für euch einmal hier eine Liste von den Top 100 Karten, die in Turnierdecks gespielt wurden. Das heißt, jede dieser Karten war in Turnierlisten drin. Und wir sehen jetzt einmal hier prozentual, in wie vielen Decks und wie groß der Anteil davon in den Turnierdecks gewesen ist. Es wird wahrscheinlich ein paar Überraschungen geben und natürlich ein paar, mit denen wir rechnen. Die Frage ist natürlich, wie groß war der Impact der Büstelkarten, wie groß war Ishizu, wie krass sind Archetypes auch am Ende des Jahres noch in dieser Liste vertreten. Ich erwarte am Anfang sehr viele Archetype-Karten und wenn wir zu den höheren Plätzen kommen, wahrscheinlich mehr generische Karten, die in sehr vielen Decks gespielt wurden, auch über das ganze Jahr verteilt. Dann würde ich sagen, let's go! Also hier schon mal sehr überraschend zu sehen, wir haben Throbfuck hier drin, der ja in sehr vielen Sprite-Decks gespielt wurde, genauso wie Carrot, die auch in vielen Sprite-Decks gespielt wurde, aber in sehr vielen Decks auch wieder gecuttet wurde, genau wie die Frosch-Engine, nachdem halt Ronin Toten gebannt wurde. Aber wir sehen hier schon den Impact, den die Ishizu-Karten gemacht haben. Denn obwohl die Karten noch nicht so lange draußen sind, sind sie schon in den Top 100 der meistgenutzten Karten in ganz 2022, was ich sehr krass finde. Und ich finde es krass, dass Shifter so weit unten in der Liste ist. Ich hätte Shifter deutlich weiter oben erwartet. Klar, der wird natürlich jetzt deutlich mehr gespielt wegen Ishizu, aber der wurde ja auch vorher schon gespielt in Flander. Offensichtlich gab es aber nicht so viele Flander-Decks, die auf Turnieren wirklich viel gemacht haben und deshalb taucht diese Liste auch gar nicht auf. Und obwohl Order schon lange verboten ist, taucht Order trotzdem hier auf. Das zeigt, in wie vielen Decks die drin war, bevor die verboten wurde. Machen wir weiter. Wir sehen also den ersten Büstiel und das ist Saronir. Das bedeutet, dass die anderen Büstielkarten weiter oben sind. Das ist krass. Ihr müsst euch mal quasi vorstellen, die sind halt noch nicht mal 2 Monate draußen, diese Karten. Und die reißen einfach schon alles ab in der Top 100 des ganzen Jahres. Das ist halt krass, in wie vielen Decks die aufgetaucht sind. Was ich auch hier spannend finde ist, wir sehen auch Karten, die noch nicht ganz so alt sind. Rökulis zum Beispiel ist eine sehr, sehr neue Karte. Starter ist eine deutlich ältere Karte, aber auch die war nicht in so vielen Decks drin. Also der Anteil von Sprite-Decks in 2022 war gar nicht so krass, weil Starter halt nicht so häufig vorgekommen ist. Und wir sehen hier mit Fairy Tail Snow noch eine verbotene Karte, die auch zeigt, dass die sehr, sehr häufig gespielt wurde, bevor sie wirklich halt verboten wurde. Und wir sehen hier auch, dass wir am Anfang des Jahres noch sehr, sehr viel Tri-Brigade hatten. Wir sehen jetzt hier Keras, wir haben Double Dragon Lords gesehen, also sehr, sehr viel Tri-Brigade, gerade am Anfang des Jahres. Nach Sprite eher nicht mehr so viel, aber trotzdem krass, dass es trotzdem so viel vorher gespielt wurde, bevor die ganzen neuen Decks gekommen sind. Und den nächsten sehen. Also wir bleiben bei Sprite und bei Tri-Brigade, zwei der beliebteren Decks dieses Jahr offensichtlich. Eine Karte, die ich aber nochmal ganz zusammen highlighten möchte, ist einmal Jolin Lockbird. Denn die ist nur in 157 Decks drin gewesen, was natürlich krass ist, weil sie in Top 100 der Karten ist. Aber weniger als ich gedacht hätte, weil das ja eine generische Karte ist. Und die war halt gegen Sprite halt nicht schlecht.
Und die war halt auch gegen Flandern nicht schlecht. Deswegen ist es interessant, dass sie so weit unten in dieser Top 100 ist. Also ähnlich wie Shifter. Ich hätte die deutlich höher erwartet. Ihr könnt jetzt mal hier in die Kommentare schreiben, was für Karten ihr jetzt noch weiter oben auf der Liste erwartet. Denn wir haben schon die großen Decks gesehen mit Sprite, mit Tribigate. Wir haben schon ein paar Telemens-Karten gesehen. Es werden natürlich noch ein paar weiter oben sein, aber die kommen noch. Aber was denkt ihr denn, was noch so auf der Liste drauf ist? Welche Karten wirklich sehr viel gespielt wurden? Finden wir es heraus. Mehr Sprites, ein paar mehr Extra-Deck-Monster. Baguska haben wir zum Beispiel gesehen. Hat jetzt auch wieder eine Resurgence bekommen, wird deutlich mehr gespielt. E-Tele ist auch eine sehr, sehr coole Karte, dass sie hier auftaucht. Und natürlich Mystic Mine. Wer hätte damit gerechnet, dass eine Karte mittlerweile verboten wurde? Sehr, sehr viel gespielt wurde im Format. Aber was ich richtig krass finde, auf Platz 59 haben wir Magnamut. Als die 59 meistgespielte Karte auf Turnieren ist Magnamut. Eine Karte, die frisch rausgekommen ist. Heißt, wir werden jetzt bald auch gleich Druswurm sehen, logischerweise. Der wird ja auch mit dabei sein. Und wir haben hier die Teile gesehen für Phoenix Enforcer. Der war ja, bevor Werther verbannt wurde, überall. Aber das ist auch schon echt eine Weile her. Deswegen ist das krass, dass das trotzdem so weit oben ist. Weil Werther-Bann ist ja schon echt eine Weile her. Das heißt, vorher wurde das wirklich sehr, sehr viel gespielt in sehr vielen Decks. Und wir haben auch den Phoenix Enforcer nicht gesehen. Und wir haben auch noch nicht Hulk gesehen und Werther Anaconda, die werden wahrscheinlich auch noch kommen. Weiter geht's. Wer könnte sie vergessen, die Brave Engine taucht natürlich auch auf. Aktuell nicht viel gespielt, aber definitiv in Yu-Gi-Oh! Sehr viel vertreten. Wir haben jetzt auch langsam Toad gesehen, auch die wurde ja in sehr vielen Decks gespielt. Sogar in Marincis, nicht nur in Sprite, sondern auch in anderen Decks. In T-Elements wurde sehr viel gespielt, deswegen taucht sie jetzt hier auch weiter oben auf. Auch die ganzen anderen Karten, wie jetzt hier Perigee zum Beispiel, weiter oben, weil die ja nicht nur in Tribigate gespielt werden konnten, sondern auch in anderen Decks. Und natürlich den Rest von Phoenix Enforcer, die Fusion Destiny und Phoenix Enforcer selber. Und Super Poli taucht hier auch mit auf. Von Platz 50 bis 60. Auch ein bisschen weniger als ich erwartet habe, weil die ja im Destiny-Format extrem, extrem viel gespielt wurde. Und am Anfang vom Telemets-Format ja auch richtig krass vertreten war, um halt die gegnerischen Monster wegzufusionieren. Aber nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Das ist natürlich jetzt der Rest der Brave Engine. Und wir sehen den Großteil der Tier-Elements-Karten. Was einfach zeigt, wie dominant dieses Deck seit Release halt ist, wie viele Leute das spielen. Falls ihr mehr Content von mir sehen wollt, lasst uns mal gerne ein Like da. Hätte ich einfach Bock drauf, damit ihr auch mehr Content sehen könnt und ich weiß, das ist auch das, was ihr haben wollt. Eine Sache, die ich aber noch anmerken möchte, was ich super interessant finde: Link Spider ist innerhalb der Top 50 meistgespielten Karten in 2022. Das zeigt mir, dass wir Nibiru sehr weit oben sehen werden. Wenn die Karte, die dafür da ist, wenn Nibiru kommt, dass ihr weiterspielen könnt, wird Nibiru wahrscheinlich sogar in den Top 10 sein. Vielleicht ein bisschen außerhalb der Top 10, wir werden es gleich sehen. Aber ich denke, wir werden auch sehr viele Handtraps in der Top 10 sehen, denn am Anfang des Jahres wurden Handtraps sehr, sehr viel gespielt, aktuell nicht mehr.
Aber wenn jetzt die ganzen Zielelementkarten schon drin sind, glaube ich, dass die Handtraps wahrscheinlich noch weiter oben sein werden. Denn wir haben ja auch viele Handtraps auch im Tier-Elements-Format noch gesehen, die andere Decks gespielt haben, die jetzt nicht Tier-Elements waren. Ich bin gespannt. Ja, genau wie ich erwartet habe, wir sehen jetzt hier deutlich mehr von den generischen Karten. Klar, viele Karten, die in Tier-Elements gespielt wurden, aber natürlich mit Ghostbell, mit Ogre, mit Gamma, mit Dark Ruler, die ganzen generischen Karten, die in vielen Decks gespielt wurden, um die jeweiligen Decks zu countern, die tauchen jetzt natürlich mehr auf, weil die von sehr viel mehr Decks gespielt wurden, um diese Decks zu schlagen. Ich finde aber auch krass, dass Gamma sogar vor Ghostbell ist. Hätte ich nicht erwartet. Gamma ist eine Karte, die natürlich immer wieder auftaucht, aber dass Gamma häufiger gespielt wurde als Ghostbell und als Dark Ruler im Vergleich zum ganzen Format, finde ich sehr, sehr spannend. Und da waren sie alle, die ganzen generischen Extra-Deck-Monster, die wir auch in vielen Fällen gar nicht mehr sehen. Hulk, Anaconda, IP war auch mit dabei. Richtig, richtig gute Karten. Phoenix, Baron. Diese ganzen generischen Extra-Deck-Monster, die in so vielen Decks gespielt wurden. Unicorn kam noch nicht. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter oben sein. Denn wir haben viele Decks gesehen, die Unicorn gespielt haben, mit Mascarena zusammen. Mascarena haben wir jetzt schon gesehen. Unicorn wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Plätzen auch auftauchen. Ich finde aber auch krass, dass Instant Fusion so weit oben ist, weil die wurde offensichtlich nicht nur in Tier-Elements gespielt, sondern auch in anderen Decks. Das gleiche gilt auch für Dracaus Sapelia, weil der wurde ja auch viel in Despair gespielt. Und Instant Fusion wahrscheinlich auch für die Predator Plant Engine. Also cool, dass die auch so weit oben sind. Also gerade in Kamen von vor 15 Jahren, dass sie so weit oben ist in 2022. Die wir wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn das weitergeht, auf der Banlist sehen werden. Aber wir gucken mal. Da sind halt diese ganzen generischen Karten. Nibiru ist Platz Nummer 11. Platz Nummer 11 der meistgespielten Karten in 2022. Wir haben die Desires gesehen. Prosperity. All diese generischen Karten. Foolish Burial. Eine Karte, die ist älter als die meisten Yu-Gi-Oh! Spieler. Richtig, richtig krass. Und jetzt gehen wir in die Top 10. Es gibt ein paar Karten, die habe ich noch nicht gesehen. Mich wundert, dass ich noch nicht gesehen habe. Aber das heißt, die werden in Top 10 extrem dominieren. Die Karten, die ich im Kopf habe, sind alles generische Karten. Und eine Handtrap, die ich nicht gesehen habe, die mich sehr wundert, auf die wir gleich kommen. Ich werde es mir vorher angucken, werde euch einmal präsentieren, was die Top 10 ist. Auf Platz Nummer 10 haben wir einmal Forbidden Droplet. Eine Karte, die aktuell nicht so viel Play sieht, aber am Anfang des Jahres vor allen Dingen super, super viel gespielt wird. Also krass. Glückwunsch an Droplet für Platz Nummer 10 der meistgespielten Karten 2022. Platz Nummer 9 geht an Nightmare Unicorn. Ich habe ja gesagt, dass die Karte deutlich mehr gespielt wurde als Phoenix. Platz Nummer 9 von allen Karten zeigt das, dass Nightmare Unicorn auf jeden Fall eine Option war, die in sehr vielen Extra-Decks immer mal wieder aufgetaucht ist, weil sie eine sehr simple Karte ist, die einfach einen guten Job macht. Platz Nummer 8 ist einmal Effect Veiler. Und das ist die Karte, die ich gemeint hatte. Die hatte ich noch nicht gesehen und mich hat es echt gewundert. Platz Nummer 8 der meistgespielten Karten in 2022 ist Effect-Veiler. Und es fehlt noch eine andere Karte, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist nämlich das Äquivalent zu Effect-Veiler, nur als Fallenkarte. Die kommt wahrscheinlich noch. Platz Nummer 7 ist allerdings Terraforming, also Landform, wenn ihr das in Deutsch haben wollt. Klar, aktuell in Tier-Elements, krasse Karte, aber die wurde in sehr vielen Decks gespielt
um die Mine zu suchen oder um Tal der Toten zu suchen. Also die war in sehr, sehr vielen Decks drin. Deshalb ist Platz Nummer 7 meines Erachtens nach auch gerechtfertigt, wie viel wir die Karte dieses Jahr gesehen haben. Die nächsten beiden Plätze überraschen mich jetzt ein bisschen. Wollte ich eigentlich jetzt sagen, aber irgendwie nicht. Denn Platz Nummer 6 ist einmal Dark. Dark wird ja gefühlt in jedem Extra-Deck gespielt, weil ihr mit dem halt Kombos machen könnt. Der ist eigentlich immer gut, wenn er zerstört wird, kriegt ihr ein Dark-Monster. Eigentlich das perfekte Link-Monster, was vom Gegner euch was zurückholen kann. Und Dark-Monster, sind wir mal ehrlich, sind die beim meisten spielen. Also, dass die auf Platz Nummer 6 ist, krass, aber nicht so überraschend, wie ich dachte eigentlich. Und Platz Nummer 5 überrascht mich halt eigentlich gar nicht. Das ist aber Axis-Core-Talker. Axis-Core-Talker ist die 5. meistgespielte Karte in 2022, obwohl die den Reaper, der erst im Goldset bekommen hat. Als vorher war die noch richtig teuer und die ist ja immer noch nicht richtig günstig. Klar, mit dem neuen Reprint geht es mittlerweile, aber die wurde ja vorher auch super viel gespielt. Witzigerweise aktuell gar nicht so viel gespielt, aber davor war die eigentlich in jedem Extra-Deck drin. Platz Nummer 4 geht an eine meiner Lieblingskarten, weil es ein Exil-Monster ist, was eine Maschine ist. Und das ist einmal Zeus. Klar, wenn ihr Extra-Deck-Monster habt, die Exil-Monster sind, spielt ihr Zeus. Es gibt halt keinen Grund, das nicht zu machen, es sei denn, ihr habt dafür keinen Platz, aber dann macht euch Platz. Denn Zeus kann euch Spiele gewinnen, die ihr verlieren würdet. Und das haben offensichtlich sehr, sehr viele Decks, sehr viele Spieler dieses Jahr genauso gesehen. Denn ich finde, in 44%, also fast 45% aller Decks, die 2022 im Turnier gespielt wurden, um Zeus zu sehen, krass. Finde ich richtig krass. Die nächste Karte auf Platz Nummer 3 habe ich ja erwartet, dass sie so ist, hätte ich nicht gedacht. Platz Nummer 3 geht an Infinite Impermanence. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz einmal die Prozentzahl erwähnen. Fast 50% aller Decks haben Impermanence gespielt. Das ist heftig. Richtig, richtig heftig. Die Hälfte der Turnierdecks, die auf dieser Seite vorhanden sind, haben Impermanence im Deck drin. Krass. Machen wir weiter mit den letzten beiden Plätzen. Ich habe so ein Gefühl, als wüsste ich die zwei Karten. Gucken wir mal. Und ja, ich wusste es. Die zweitmeistgespielte Karte in 2022 ist Called by the Grave. Ja, Called by the Grave ist einfach eine richtig, richtig gute Karte. Brauche ich nichts zu sagen, die ist einfach insane. Wahrscheinlich sogar so gut, dass wir sie bald nicht mehr im Game haben. Aber die Karte, die am meisten gespielt wurde im Jahr 2022, ist tatsächlich Ash Blossom and Joyspring. Eine Karte, die aktuell keiner spielt, aber davor jeder gespielt hat. Und deshalb ist Ash Blossom die meistgespielte Karte im Jahr 2022 mit, prozentual gesehen, einem richtig krassen Wert. Die ist in 64% aller Decks von 2022 drin gewesen. Das sind, um das einmal ganz kurz in Zahlen umzumünzen, 1056 Decks, in denen Ash Blossom enthalten ist. Das heißt, die Database hat so ungefähr 1600 Decks. Und das ist natürlich krass, dass die halt in so vielen Decks drin gewesen ist. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es Ash Blossom gewesen ist. Ich hätte schwören können, dass es Zeus wird. Aber Ash Blossom, die meistgespielte Karte im Jahr 2022. Seid ihr überrascht? Was habt ihr gedacht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.